Robert wartet auf uns, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu The Last of Us. Wir sind aktuell gemeinsam mit Tess auf dem Weg zum Lagerhaus. Und dort wollen wir Robert stellen. Ich bin mir immer noch nicht so 100% sicher, was jetzt genau wir von ihm wollen, beziehungsweise in welcher Beziehung er zu uns, beziehungsweise wir zu ihm stehen, aber wir haben schon sehr, sehr viele seiner Kollegen erledigt. Oh, und das scheint er zu sein. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Und ich denke, heute werden wir erfahren, was unsere Beweggründe dafür sind. Allerdings, okay, Tess? Ja, tja, keine Kontakte mehr im Norden. Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacherjobs. Wir müssen klug vorgehen. Ja, das merke ich auch, dass hier sehr, sehr viele Leute sind. Du bist verrückt. Da rauszugehen wäre Selbstmord. Und deswegen versuche ich mich jetzt erstmal so ein bisschen an der Seite vorbeizusneaken, ne? Und so vielleicht den einen oder anderen zu erledigen. Oh ja, genau das. Genau das. Okay, machen wir einfach Feierabend. Ganz ehrlich, machen wir einfach Feierabend. Ich habe zwar überlegt, ob ich ihn noch irgendwie weiter... Kann ich die Leiche noch bewegen? Nein, ich glaube nicht. Aber ich denke, das ist tatsächlich das Sinnvollste, wenn wir uns hier einfach ein bisschen bewegen. Sag mal, kann ich diese Sachen hier eigentlich... Ich kann die aufsammeln, aber kann ich die auch in mein Inventar packen? Irgendwie? Oh, shit. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich... Ich glaube tatsächlich nicht. Kann ich die noch wieder ganz normal hinlegen? Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Oh, verdammt, die Scheiße. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, ich bin noch nicht so zu 100% in der Steuerung drin. Von wo kommen die? Okay. Bisher scheint sich keiner auf den Weg gemacht zu haben, um uns mit dieser, mit diesem Fauxpas zu konfrontieren, so nenne ich das mal. Okay. Aber wo sind die denn alle? Tess ist am Start? Da hinten sehen wir einen. Aber ich dachte, das wären viel mehr gewesen, als wir hier losmarschiert sind. Jetzt sieht das hier ziemlich nach toter Hose aus, muss ich zugeben. Ich sag mal, es soll mir recht sein, aber irgendwie sah das anfangs tatsächlich deutlich bedrohlicher aus. Okay, jetzt haben wir da einen. Ah, okay, und da um die Ecke stehen nochmal zwei. Okay, wenn ich den vielleicht noch irgendwie weglocken könnte, das würde mir tatsächlich nochmal sehr helfen. Ich meine, ich hätte da vorne nochmal was zum Werfen gesehen, aber vielleicht bewegt er sich auch einfach von alleine. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir den hier erledigen, bevor hier irgendjemand was mitbekommt. Ich gehe jetzt mal hier rein, auch nochmal den Sneak-Modus. Ah, da vorne sind auch noch Kollegen. Das dachte ich mir schon fast. Aber wir müssen ja auch nicht unbedingt jeden erledigen. Würdest du bitte aufhören zu sprinten und in diesem Container Lärm zu machen? Vielen Dank. Okay, so, der steht, der Dreh ist mittlerweile wieder umgekehrt. So, aber ich habe jetzt zwei gesehen. Genau, aber der steht hinter den Kisten. Das heißt, wenn ich dem Typen jetzt einfach den Gar ausmache... Oh, shit. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Okay. Oh, das war jetzt weniger gut. Okay. Soeben war unsere gesamte Schleichaktion für den Arsch. Aber bevor der auch nur einen Schuss setzt, verprügle ich ihm seine verdammte Fresse hier. Sehr gut. So, und wir kommen hier rein. So, und wenn die jetzt Stress wollen... Dann werde ich hier einfach auf sie warten. Oh, Tess hat Stress. Hat uns das zu interessieren? Ändert das was, wenn sie aufs Maul bekommt für uns? So hart das klingt, aber wenn sie jetzt kommt... Ja, komm, komm, trau dich! Oh, okay. Ich denke, sie hat hier mal ganz schnell Feierabend gemacht. Ah, ich habe mal wieder vorhin den Knopf zum Greifen statt den zum Schlagen statt den zum Greifen gedrückt. Das war vielleicht nicht so gut. Aber wir sind unbeschadet durchgekommen. Wir haben nicht mal einen Schlag abbekommen. Dementsprechend alles in Ordnung. Oh, Robert erwartet uns. Wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden. Nimm die Knarre runter.
Haut endlich ab! Oh, er hat keine Munition mehr. Okay. Robert! Die Frage ist jetzt nur, ob es in seinem Office was zu looten gibt. Ob die hier in so einer Fluchtsektion quasi was zum Looten platzieren. Oder nicht. Wir versuchen hier mal durchzukommen. Ich glaube, er ist hier rein. Ich glaube, er ist hier. Ja. Korrekt. Oh, das ist doch safe eine Falle, wo er uns reinlockt, oder? Ich habe doch gerade wieder was gehört. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Was ist denn passiert, Mann? Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber es ist kompliziert. Okay. Hör zu. Lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck. Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat die nicht. Waffen? Jetzt ergibt's Sinn. Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Mit deinem gebrochenen Arm wahrscheinlich. Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Joel sagt dir gerade Queen Firefly. Heißt das, dass sie die Anführerin der Fireflies ist? Aber wenn sie die Anführerin ist, warum läuft sie einfach so alleine rum, ohne Begleitschutz oder... Also es ist ja jetzt nicht der typische, das typische Verhalten einer Anführerin oder eines Anführers, dass er einfach so alleine auf irgendeine Tour geht. Also entweder war das einfach nur ein Spitzname von ihm, dass er sie so genannt hat. Oder vielleicht funktionieren hier die Hierarchien etwas anders. Würdest du bitte da hochgehen, Joel? Bruder? Ah, jetzt. Crazy, Alter. Aber ohne Witz, es ist für mich tausendmal schlimmer, wenn irgendeinem Typen so crazy der Arm gebrochen wird,
als wenn einfach erschossen wird. So, wenn jemand erschossen wird, das ist für mich so, I don't know, juckt mich nicht. Aber so gebrochener Arm kann ich halt übel nachfühlen. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Okay. Deswegen ist sie wahrscheinlich allein unterwegs. Weil es vermutlich bald keine Fireflies mehr gibt, habe ich das Gefühl. Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Okay, das Militär hat wohl die Fireflies ein bisschen missbraucht für eigene Zwecke, so wenn ich das richtig verstehe. So, was haben wir hier? Irgendwie Schneidermaterialien? Hier sind wieder so Elektroteile, Klebeband und nochmal ein Messer. Alles klar. Die werde ich mir tatsächlich nochmal aufsparen. So, wer weiß, vielleicht brauchen wir die später nochmal irgendwann. Aktuell ist es ja noch recht, ich sag mal, habe ich noch nicht das Gefühl, dass wir die Messer gebrauchen können. Aktuell können wir die Gegner auch noch relativ easy so erledigen. Ich vermute mal, die Gegner werden auch noch irgendwann stärker. Dann werden vermutlich die Messer dann auch sinnvoller sein. Die werde ich mir jetzt einfach mal ein bisschen sparen. Das ist ja ein Spiel, wo die Materialien oder Ressourcen sehr, sehr spärlich vorhanden sind. Das heißt, sparen ist notwendig. Die wurde einfach angeschossen und läuft weiter, als ob nichts wäre. Vielleicht ist sie doch die Anführerin. Hart im Nehmen ist sie zumindest. In Ordnung. Sie hat sich schon so positioniert. Vermutlich werden wir sie gleich auf Gegner treffen. Ist das jetzt das Militär? Soldaten. Ja. Da geht's raus. Die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Okay, aber damit ist es, glaube ich, offensichtlich, dass wir auf keiner der beiden Seiten stehen. Zu dieser Tür. Also wir sind weder Verfechter des Militärs noch der Fireflies. Wir sind irgendwo zwischendrin und irgendwie schießen wir alles, was uns in den Weg kommt. Habe ich zumindest das Gefühl. Wenn es jetzt Truppen des Militärs sind, was ich aktuell vermute. So, okay. Aktuell in naher Reichweite ist niemand. So, und um darüber zu kommen, müssen wir hier die Treppe hoch. So. Und überall, wo so Hindernisse sind, ist hier direkt Zeit für uns. Theoretisch auch. Zu kämpfen oder zu schießen. So. Oh, da steht direkt einer. Okay. Na dann. Oh, ich habe schon den falschen Knopf gedrückt. Das ist zum Heulen. Oh, shit. Hä, ich dachte, warte mal, die haben doch gesagt, die nimmt den einen und er den anderen oder so. Oh, shit. Ich bin echt nicht gut in diesen Schleichsachen, ne? Oh, shit. Okay. Okay, aufpassen. So. Okay, der wurde erschossen. Oder angeschossen zumindest. So, verzieh dich. Draußen ist auch noch einer. Den dürfen wir nicht verpassen. Ducken. Oh, shit. Ich will eigentlich nicht schießen, muss ich zugeben. Naja, aber ich glaube... Oh, verdammte Scheiße. Okay. Aber jetzt machen wir... Ich bin gleich tot einfach. Verdammte Scheiße. Aber das sind Materialien. Wie konnte ich mich verbinden? Habe ich noch Arztstuff? Oh Gott, ich habe gar kein Arztstuff mehr. Ich kann mich gar nicht mehr verarzten. Aber da liegt ein Medikit. Das kommt besser denn je. Oh, ich bin echt noch, was dieses Schleichen angeht, echt nicht so gut. Okay, hallo mein Freund. Du setzt keinen Schutz ab, du Knecht. So, jetzt direkt wieder... wieder in Deckung gehen. Wo chillst du? Komm, trau dich rein. Na? Traust du dich? Oder was? Na, was soll's. Und da ist noch mein Medipack. Habe ich gesehen. Oh, da schießt noch ein anderer auf mich, glaube ich. Oder war das er? Jetzt. So, das nehme ich direkt nochmal mit. Ich werde mich aber nicht heilen, weil ab und zu findet man ja auch immer diverse... Ah, warte mal, aber diese Steine kann ich dann, glaube ich, doch mitnehmen, oder? Ja, tatsächlich.
kann ich wirklich. Okay, cool, so funktioniert das. Ja, das ist also ich muss ehrlich zugeben, meine Kampfskills halten sich tatsächlich noch in Grenzen, was häufig tatsächlich einfach nur ein falscher Knopfwahl meinerseits liegt. Oh boy. Aber ich bin einfach Switch-Controller und Xbox-Controller gewohnt. Da ist so, die PlayStation geht da viele andere Wege, beziehungsweise hat einfach vieles anders positioniert. Okay, ich kann aber nur einen Stein dabei haben, ich verstehe. Kann ich dann auch noch eine Flasche mitnehmen? Also kann ich da beides dabei haben? Ja, tatsächlich, ich glaube schon. Okay, jetzt haben wir eine Flasche und einen Ziegelstein immer dabei. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Na, also wie gesagt, die unterscheiden sich teils wirklich sehr, sehr krass in ihrer Knopfbelegung und auch in der Art und Weise, auch wie der Controller aufgebaut ist mit allem drum und dran. Das sorgt einfach bei mir für diverse Verwirrungen. So, da unten ist die Tür, zu der wir müssen. Jetzt schaue ich aber nochmal nach, was wir hier vorne haben. Boah, sind das Fireflies, die erschossen wurden? Wahrscheinlich schon. Die wurden hier wahrscheinlich einfach öffentlich exekutiert. Kranker Scheiß, Alter. Aber ansonsten denke ich, dass hier noch alles safe ist. Nicht schießen, Joel. Alles gut, alles gut. Aber ich muss nachladen. Ich glaube, das war der Nachladeknopf. Genau. R2, während ich nicht ziele, ist der Nachladen. Man kann also gar nicht aus der Hüfte schießen. Man muss immer zielen. Keine blöde Sache. Hätte ich sowieso nicht vorgehabt. So, hier um die Ecke liegt nichts. Das Wasser sieht sehr schön aus. Wasser ist allgemein immer eines der schönsten Dinge in Videospielen, wenn es einigermaßen gut animiert ist. Los, rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Sollen wir dich vielleicht mal verarzten? Ich habe doch ein Medikit. Aber ich glaube, das lässt ihr Stolz oder der Zeitdruck oder was auch immer nicht zu. Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Die kippt mir doch safe noch um. Da habe ich doch irgendwie so ein ganz, ganz böses Gefühl. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Mist. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Es sind irgendwie so viele Parallelen zur Corona-Krise aktuell. Mit Ausgangssperren und allem. Das ist irgendwie ironisch, aber cool. Joel, hilf mir mal eben. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. War er bei den Fireflies, Tommy? Das wahre Joel. Mal keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir.
Okay, was es natürlich auch sehr spannend wird, ist, nachdem Joel ja, wie soll ich sagen, selber mal Vater war und dann, wie wir es in Part 1 gesehen haben, kranker Scheiß passiert ist und seitdem viel Zeit vergangen ist, ist es jetzt natürlich für ihn eine ganz, ganz komische Situation, wieder auf ein kleines Mädchen aufzupassen. Das muss man jetzt natürlich auch noch dazu sagen. Ich denke erstmal natürlich massiver Trotz, wie wir es gerade sehen. Ganz einfach aus dem Grund, weil er keinen Bock hat und total verbittert ist. Was war los? Die Firefly. Aber ich denke, er wird auftauen. Ich denke, er wird auftauen. Was passieren, wenn wir auf der Straße bleiben? Du bist der Boss. Irgendwann werden seine Vatergefühle durchkommen, da bin ich mir sicher. Komme ich da durch? Nein, die wurden von der US Army versiegelt. So. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Wie hieß sie? Ellie? Ich glaube Ellie. Ellie und Joel sind jetzt, glaube ich, unsere beiden Charaktere, die uns hier durch diese postapokalyptische Welt begleiten. Los, mach ihn. Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Ich hoffe, du duckst dich auch, Ellie. Nee, juckt sie nicht. Alles klar. Also das Militär hat auf jeden Fall die Oberhand gewonnen. Die Firefly sind wohl so gut wie ausgerottet. Wenn selbst die Anführerin hier schon in eigener Mission unterwegs sein muss. Da hoch. Das Militär hat alles fix in der Hand. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz geduldet. Ah, da hoch. Ah, mit Sicherheit. Ich wollte gerade sagen. Da können wir doch safe was schieben. Entweder müssen wir eine Leiter finden oder wir schieben diesen äußerst gut aussehenden und praktischen Müllcontainer. So, muss ich dir hochhelfen? Mädel? Oder schaffst du das alleine? Okay. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du das alleine schaffst. Jawohl, okay, die ist fit. Ich weiß nicht, ob ich das sogar heute überhaupt hinbekommen würde. Ja. Allgemein, was Eigengewichttraining und so angeht, manchmal ganz weird. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du, 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich und ich bin 14, auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Das ist wahr, tatsächlich. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Oh, Joel ist schon sehr verbittert. Sie wirkt noch recht aufgeweckt, muss ich zugeben. Also sie wirkt jetzt ihm nicht abgeneigt, obwohl sie natürlich am Anfang total dagegen war. Aber von seiner Seite kommt auch gar keine Form von Sympathie. Ah, wir sind jetzt wieder uns daheim. Willst du deinen Rucksack nicht ausziehen? Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Fettnäpfchen. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein.
oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Boah, mitten im Regen. Boah. Es gibt wirklich, glaube ich, gemütlichere Eskorten als das. Aber ich hatte das Gefühl, dass er allein schon nach einer Mütze Schlaf schon etwas aufgeweckter ihr gegenüber war. So rein von meinem Gefühl her. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na los. Teilweise darf ich einfach... Teilweise ist es ein bisschen geskriptet, wer wann durch so eine Öffnung gehen darf. Das ist mal ein bisschen weird. Aber alles gut. Aber dann willst du mal durch so eine Öffnung gehen und dann dauert... Oh, was ist das jetzt? Ah, cool. Oh, shit. Jetzt habe ich's Hat's geklappt? Jawohl. Okay. Kleines Minigame, um diesen Aufzug zu aktivieren. Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Erste Vermutung, die ich jetzt gerade habe. Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Erste Vermutung, die ich gerade habe. Sie ist das Gegenmittel. Das wäre die typische Zombie-Apokalypsen-Story. No. Was habe ich gerade? Ich habe doch gerade irgendeinen Zettel bekommen. Ah, schaut mal, hier ist ein Crafting-Menü. Ich kann aktuell ein Messer craften. Dafür brauche ich 1,5 Klingen. Sehe ich das richtig? Ich weiß es nicht. Will ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich abchecken, was ich gerade gesammelt habe. Nachricht an Bruder, Militärbroschüre. War das das hier? Ne, Patrouillenrouten, das hier habe ich gerade gesammelt. Hostile Camps are... Okay, ich... Safest Route to Charlie Checkpoint. Okay, ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, was wichtig für mich ist, was ich wissen sollte. Eine Karte mit den Patrouillenrouten außerhalb der Zone. Okay. Ich habe es einfach mal eingesammelt. Kein Schimmer, ob mir das noch in irgendeiner Weise weiterhilft. Von da sind wir gerade gekommen. Dann hier lang. Naja, aber das ist ja so die typische Geschichte, dass irgendjemand ein Gegenmittel hat und es sind ja irgendwie häufig immer Kinder. Nach, ob die Luft rein ist. Aber ich weiß nicht, ob The Last of Us hier so ein Game ist, was hier, ich sag mal so, vorhersehbar ist. Das würde irgendwie nicht dazu passen. Aber wer weiß, vielleicht ist sie das. Vielleicht wurde sie sogar schon infiziert und hat sich nicht verwandelt oder so. Also das ist wie gesagt die normale Story, die es in jedem Zombie-Movie gibt. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Boah, das Setting ist wirklich... Der Regen ist nicht gut für uns. ...unfassbar ungemütlich. Ach du Scheiße. Ich bin dafür geworfen. Das bist du wohl, Kleine. Das bist du wohl. Okay, die schleichen auch nicht, dann denke ich, muss ich das auch nicht machen. Bah, ist das eklig. Aber es scheint nicht sowas wie nuklearen Regen oder so zu geben, oder dass sich die Krankheit über Feuchtigkeit ausbreitet. Weil ansonsten hätten wir jetzt natürlich ein massives Problem. So, loot-technisch liegt hier nichts rum. Dann marschieren wir doch mal durch diesen Lastwagen-Container. Boah, aber die Soundkulisse ist schon crazy. Also audiotechnisch hat das Spiel auf jeden Fall was drauf.
auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Ich glaube, da werden wir auf die Krankheit gerade gescannt, oder? Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Scheiße! Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier! Marlene uns verarscht. Da stand positiv. Ein infiziertes Mädchen. Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich habe einfach den richtigen Instinkt gehabt, Leute. Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess. Lauf. Lauf! Los! Los, komm! Krass, Alter. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Und genau an diesem Punkt machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke fürs dabei sein, Friends. Und bis zum nächsten Mal bei The Last of Us. Mit mir, dem Hübi.